Und der Schilling meldet sich soweit von Shakes and Fidget. Hoch die Hände, Wochenende, schwarzer Edelstein, 20.000 Intelligenz werden geknackt und viele andere Dinge. Manche sind erfreulich, manche nicht. W11 ging gestern an den Start und ich habe mir einen Account angelegt und mir mal angesehen, so wie viele Spiele sind dabei. Die Zahl hat sich, glaube ich, in Grenzen gehalten und W11 konnte natürlich nicht mit W10, wie das zu erwarten war, mithalten. Aber ich werde heute noch auf diesem Server vorbeischauen, wer zockt so und so weiter und so fort. Jetzt bei den Quests, es läuft gerade das Erfahrungspunkt-Event, sprich die zweifachen, nicht die fünffachen wie beim Gold-Event, zweifachen Erfahrungspunkte. Und da habe ich eine Mission, da kann ich direkt mal gerne zeigen, was man machen sollte oder was ich mache. Eigentlich würde man sagen, also die fällt schon mal raus, aber oh, das ist doch eine gute, oder? Nö, ist es nicht, denn ich kann 10 Minuten 10 Millionen bekommen. Das ist also ein schlechter Schnitt, weshalb ich diese Quest annehme und dann hoffe, dass 3 fette XP-Missionen nachkommen. Das ist so meine kleine Taktik-Spielweise. Manchmal klappt es, manchmal nicht so. Ja, ein neuer Server hat immer einen negativen Aspekt und zwar, wenn ein neuer Server rauskommt, dann gibt es keine Flimmerkisten für die anderen Server. Das ist keine Vermutung nur, sondern das haben schon viele Leute gesagt und ich glaube, das stimmt auch tatsächlich so, weil die Leute dann verrückt spielen. Alle Neuen wollen da natürlich die Lucky Coins, deshalb, heute gab es noch 0, die sind noch von gestern und ich habe ein paar Mal noch gedreht, gestern hat mir noch was gefehlt, das heißt 100 Lucky Coins hätte ich wieder, aber heute eben noch 0 bekommen wegen dem neuen Server, glaube ich, keine Ahnung, liegt vielleicht daran irgendwie, dass sie da die ganzen Flimmerkisten für den neuen Server reservieren oder dass der alle aufbraucht. Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall leider nichts am Start, so. Kinimotchen werde ich auf keinen Fall. Gegner wechseln, schade. Und erstmal ein paar Mal angreifen. So, was gab's noch? Was gab's noch? Also, Erfahrungspunkt-Event, genau. Man kann Luchterblong finden. Leider konnte ich den noch nicht bezwingen. Hätte eigentlich schon drin sein müssen, wenn ich mehr Früchte gefunden hätte. Aber bei den Pets, ich weiß nicht warum und wem sowas einfällt. Es ist einfach schon wieder Feuer dran. War nicht erst Feuer? Ich verstehe es nicht. Es war doch erst Feuer. Ich erinnere mich, dass ich mich vor 3 Tagen oder so aufgeregt habe, dass schon wieder Feuer dran ist, wegen dem Monatswechsel. Oder ist das schon eine Woche her? Keine Ahnung, die Zeit vergeht wie im Flug. Ha, heibbe, heibbe. Kann ich angreifen, aber es ist mir zu teuer. Was ist denn da los? Kommt da heute niemand? Kommt schon. Leute von heute. Und nicht von morgen und gestern. Das gibt's ja nicht. Das regt gerade auf. Kein einziger, den ich angreifen kann. Jetzt habe ich meine Soldaten ja immerhin schon ein bisschen gepusht. Oh Mann, noch 17 Stunden. Dann gibt es die Rache, weil dann kann ich 2-mal die Soldaten hochleveln. Okay, ich muss es aufgeben. Was ist denn das? Was ist das jetzt? Da kommt gar nichts nach. Mann. Ausbilden. Tavernenquest abgeschlossen. Und jetzt sehen wir uns mal an. War in diesem Fall egal. Ist zwar jetzt eine bessere 10-Minuten-Mission. Aber auch keine fette XP-Quest. Aber es war auf jeden Fall nicht schlechter als direkt diese 10 Minuten 6 Millionen Mission. Ja, hat sich im Prinzip ausgeglichen. Genau. Das ist schade, weil Luchterblanc kann man eben während dem XP-Event finden. Aber 62 gegen 62 ist nicht drin, weil das ein Magier ist. Da müsste ich... Ja, also die 5 Früchte noch, die bis Sonntag möglich wären. Dann könnte man es machen. Aber jetzt 62, ich habe Free Tries rausgeballert, es ging noch nicht. Gestern mit Level 69 oder so habe ich ein paar Free Tries. Und hier schon wieder Feuer. Was? Warum? Habe ich irgendwas verpasst? Warum schon wieder Feuer? Oder ist das echt schon eine Woche her? Ich weiß es nicht, ich bin verwirrt. Ach ja, ich hatte den Level Up, deshalb 408.000 statt 404.000 pro Arena-Kampf. Und jetzt benötige ich 1 Milliarde. Das ist krass. Also... Auch das letzte Level-Up hat schon mehr als 1 Milliarde gekostet, aber egal, genau. Vielleicht soll ich ein paar Pilze, ich kann es mir mal ansehen, so. Leider ist heute Schatten nicht dran. Das Problem ist, ich kann hier nicht ausweichen oder irgendwas. Was muss in dem Fall geschehen? Das, was immer geschehen muss, er darf nicht critten, ich muss ganz oft critten. Dann wäre es drin, das hat man schon gesehen, so. Wenn der nicht crittet, dann macht er echt wenig. So, 3000 Int hat der mehr. Ja, keine Ahnung, also, obwohl... Die Frage ist, würde ich wechseln? Ich würde ja wahrscheinlich sowieso nicht wechseln, denn das wäre doof.
Das ist ja der nächste und direkt bei dem dann wechseln, nö. Das würde ich sowieso nicht machen, aber hey, wenn es schon da ist, das XP-Event, gibt nochmal Rudelbonus und so. Wenn ich kritte, das sieht echt gut aus. Aber, ja, es müsste so ein Lottogewinnversuch sein in etwa. Ich werde die Free Tries haute die Free Tries heute und morgen noch raus. Mal schauen, Früchte würden mir echt nicht schaden. Das ist Verschwendung jetzt. Ich sag mal, mit 500 würde er zu 100% fallen. Aber das ist es mir nicht wert. Nö, nö, nö. Dann habe ich einen schwarzen Edelstein gefunden. Leider wieder ein kleiner Bergziegenkristall. 204, der ist aber ein bisschen besser sogar als der. Und ich weiß nicht, jetzt einfach hier rein, oder? Einfach rein da, weg mit der Ausdauer. Dann habe ich die 20.000 Intelligenz. Ich glaube, das mache ich jetzt. Hält mich jemand davon ab? Dann bitteschön jetzt etwas schreiben oder für immer schweigen. Nö, es hält mich niemand davon ab. Oder habe ich einen schlechteren Int? Nein, ich will nicht. Int will ich nicht weg. Deshalb noch einen schwarzen Edelstein rein. 20.280 Intelligenz. Krasses Pferd. Und mit diesem Wert geht es direkt mal gegen den impulsiven Imp. Und leider war es wieder kein Crit, also kein Hit. Kann man nichts machen. Der Gegner wird lachen. Dann drehe ich hier zumindest 5 Mal. Ich hoffe, dass da noch eine Flimmerkiste kommt. Okay, 3 weitere Male, weil ich gerade was bekommen habe. Und das langt dann auch schon wieder. Ich hoffe, dass die Flimmerkisten heute noch kommen. W11. Alle Spieler von W11, bitte. Hört auf, so häufig die Flimmerkiste zu schauen. Das ist nämlich nicht so toll. Wir wollen auch was vom Kuchen haben. Dankeschön. So, Amulette fehlen. Level Up hatte ich. Moment, deshalb habe ich mein Gold noch nicht ausgegeben. Level Up. Und Level Up und Level Up. Erstmal gegönnt. Dann habe ich ja Steine. Der ist groß, der gefällt mir. Was sehe ich denn da noch? 356. Ist ja richtig mies, was du da hast. Aber natürlich kommt der hier rein. Das ist, glaube ich, ein freiwilliger Kandidat fürs Klo. Unter 400? Das ist ja nochmal unter 400. Was ist denn da los? Wir haben so einen fetten Ritterhallenbonus in der Gilde. Dann kommt hier so ein Schrott. Moment, Verkaufspreis. Bei beiden Items gleich. Dann würde ich sagen rein und würde ich sagen weg. Hier Äpfel 75, sehr schön. Und 76, nice, nice, nice. Killrich hat auch eine Zitrone schon heute bekommen. Und Dragopyr ist satt. Und wieder Feuer dran. Es ist mir zu viel Feuer irgendwie. Das ist mir ungeheuer. Egal, ein Versuch hier noch. Weil es so schön war. Bams. Nein, das geht nicht. Das ist nicht drin. Leider. Leider ist das nicht drin. Aber jeder, der es irgendwie schaffen kann. Ich sag mal, ich weiß nicht, wer bei Ninja gewechselt hat. Ninja 70 kann drin sein. Ninja 75 sollte auf jeden Fall drin sein. Genau. Das so die Gegebenheiten. Dann kann ich jetzt mein Gold ausgeben. Und zwar trotzdem in Int. Ich habe jetzt die 20k schon bei weitem um Längen erreicht. Aber es gibt kein Ende. Int muss gepusht werden. Jetzt blinkt die Gilde. Einen Moment. Dann gönne ich mir mal das Solo-Portal. 15% mit dem neuen Edelstein und noch ein paar Skillpunkten. Ich denke, das wird's heute. Das wird der Versuch der Versuche. Ach, das war schon wieder doof. Ich hätte zuerst das Solo-Portal erledigen. Ey! Ey! Nein! Nein! Da macht er keine 15%! Ach, komm schon! Das gibt's doch nicht! Ist es euer Ernst? Keine Flimmerkiste. Portalgegner überlebt mit 1 Prozentpunkt. Ja, das Leben ist schön. Erdbeeren sind heute dran. Hätte ich ja fast vergessen. Was ist denn da los? Was ist denn da los heute? Aber Aeron, ich erinnere mich, gestern, es ist ein böser Kandidat. Weil, habe ich den hier noch drin? Oh Mann, es passiert so viel, der ist schon wieder draußen, oder? Jo, sieht hier irgendjemand Aeron? Nein. Gegen den habe ich verloren, weil er so häufig mit seinen Kundschaftern ausgewichen ist, gestern bei Erde. Und das, obwohl der 80 Level niedriger war oder so.
Ich weiß mittlerweile sowieso nicht, was ich nehmen soll. Wasser wieder mal. Wasser löscht hoffentlich das Feuer. Und. Feigel 100. Sollte Seppard schaffen können. Ach du meine Güte. Der killt Seppard. Und dann habe ich noch Fluoch. Ach komm, verliere ich schon wieder. Das gibt's ja nicht. Warum habe ich Wasser genommen? Was ist da los? Ich verstehe. Okay, das war doof. Das war echt doof, dass der bei 200 hier den schon auf 100 hat. Ja, das war doof von mir. Oh Mann. Ich bin irgendwie, keine Ahnung. In den letzten Tagen ist der Wurm drin bei den Begleitern. Aber, und jetzt mache ich das, was eine bestimmte Person schon so häufig von mir gefordert hat. Ich muss es jetzt tun. Gulps auf 100 ziehen, nur für dich. Diese Erdbeere ist nur für dich. Da ist es geschehen. Bist du jetzt glücklich? Kannst du wieder beruhigt weiterleben? Ich hoffe doch. So, der Don mit 13 Pets, 287 am Start. Okay. 13 also. Das heißt, du hast ebenfalls Dragopyr, aber nicht Mantiflam. Ja, das ist echt eine Sache jetzt. Egal, wie ich es drehe und wende. Ich nehme Licht. Ja, genau. Sehen wir uns an. Es wird wieder Kundi gegen Kundi. Wo hast du gewechselt? Kokofö 100. Verdammt, das hätte ich locker machen können mit einem anderen Element, aber egal. So, denn wenn du den auf 100 hast, kannst du jetzt keinen weiteren mehr auf 100 haben, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Infernox 97. Oh Mann, nicht schon wieder. Aber Kill, sowohl mein letzter als auch sein letzter ist hier am Start. Jetzt bin ich gespannt. Aber heute ist nicht so ein Ausweichtag. In dem Moment, wo ich sage, weichen die erstmal 5-mal aus und er natürlich auch wieder. Nein! Kill Rich, was machst du jetzt? Ich hoffe, du killst ihn, denn dann bist du rich. Dann bekommst du nämlich das Money von mir. Wie er einfach... Wow! Spannendster Kampf 2016 EU West, oder? Das war diese letzte Zitrone, die ich ihm heute gegeben habe. Ernsthaft, ohne diese Zitrone hätte ich verloren. Deshalb, wer die kleinste Zitrone nicht ehrt, der ist die Erdbeere nicht wert. So ist das. Wow, das war ein genialer Kampf. Der war mal echt. Holla die Waldfee. An Knappheit nicht mehr zu überbieten. Die ist schön. Das ist eine wahrhaftige Erfahrungspunkte-Mission. Boah, der Kampf... Der hat gerade alles gesprengt. Okay, den Easygoing mit Schatten einfach wegfegen. Dankeschön. 197 sollte auch kein Thema sein. Ich nehme Feuer, Feuer, Feuer. Aber hier würde mich interessieren, wo hast du gewechselt? Pyrophibus 100 und danach alle auf 1. Sehr schön gemacht. Feuergeld 77. Alles klar. Du hast einfach noch zu wenige Früchte. Aber ansonsten bist du auf dem besten Wege. Und jetzt Mono 0, 158. Ja. Ich hätte gewinnen können beim ersten Kampf. Hätte Fahrradkette. Was war das nochmal hier? Wo haben wir es? Petabwehr. Moment, ich bin... Ach so, ich habe hier runtergescrollt. Sorry. Hier, gegen Aaron. Mit Wasser habe ich angegriffen, mein schwächstes Element. Hier, Feigel. Hätte ich locker weggeburstet mit Erde. Und mit Wasser hätte ich dann den angegriffen. Aber das ist immer die Sache. Man weiß ja nie, welche Elemente noch kommen. Ich habe leider keine Glaskugel zu Hause. Die habe ich... vergessen. Irgendwo im Stadtpark oder so. Ja, schade. Aber hey, diese eine Erdbeere, vollkommen egal. Ich habe so viele davon. Und Mantiflam wird sowieso nie mein sein. Von daher, Gulp 67, wen hast du dann genommen? Tikon. Ja, ist nicht so nice, weil Magie und so, würde ich sagen. Kundis, hat man in der letzten Folge gesehen. Ich denke, die letzte Folge war die beste Werbung für Kundschafter, die es nur irgendwo geben kann. Ja gut, immerhin 4 von 5. Ich meine... Erdbeeren und so. Ich habe ja genug davon. So, aber wow, ich fasse es noch immer nicht. Killridge, da muss ich echt sagen, da hättest du dir heute noch mindestens 2 Zitronen verdient. Ich hoffe, ich bekomme welche, denn die muss ich dir einfach geben. Und eventuell mal schauen, wenn ich echt 5 Brombeeren noch finde, das wird wahrscheinlich nicht geschehen, aber sollte ich 5 finden, werde ich Luchterblong wegpilzen. Mal schauen, ob das drin ist.
Wenn heute nur Schatten gekommen wäre, hätte, hätte Fahrrad zu der Kette. Erstmal gegönnt, nochmal gönnen. Und jetzt nachtrinken, unbedingt, auch die Nichtpilzer. Ja, was ist denn das schon wieder? Was soll das? Was sind das für Missionen? Unbedingt auch die Nichtpilzer. 320 Alu durchziehen. Denn das lohnt sich. Bei so einem Event lohnt sich das auf jeden Fall. Gut, beim letzten Mal habe ich leider vergessen, hier in der Schattenwelt anzugreifen. Das heißt, heute gibt es natürlich zwei. Vorhin ist das Gebäude fertig geworden. Das heißt, da muss ich mir mal ansehen. Was kann ich da ausbauen? Nummer uno, Steintroll. Und Staubfledermaus. Auch gegönnt mit einem Pilz, ist jetzt vollkommen egal. Ich muss wieder ins Reine kommen. Beides ohne Sockel, da muss ich gar nicht nachsehen, ob das besser ist. Wow, da kommt sogar einer nach. Gegönnt, gegönnt, gegönnt. Das waren mal drei Tränke, hier der vierte, sehr schön. Rauskaufen und es kommt einer nach. Rauskaufen lohnt sich immer, vor allem bei billigen Items, bei kleinen Tränken. Immer, immer machen, wenn man kein Pilzer ist. So, dann reinwerfen. Hier habe ich zu viele Brombeeren, drüben zu wenige. Kann man nichts machen. Glücksrad, nur 21 Lucky Coins, ist echt krass. Wenige Flimmerkisten jetzt, wegen diesem neuen Server. Dann, hier jetzt, Dämonenportal 43%. Gönnt ihr den Flederbock? Da hatte ich gestern, glaube ich, weniger als 10%. Ich hoffe, heute wird es besser. Die Kundikämpfe kann man sich nicht ansehen, das dauert zu lange mit Ausweichen und so. Ja, das war heute auf jeden Fall besser. Von 43 zu 12, schön. Sehr schön. Morgen ist er down. Das würde ich mit garantierter Sicherheit behaupten. Gut. Nahon. Separate. 113. Feuer. Ja, da kann man Lilipon mal vorschicken. Okay. Das ging mir jetzt zu schnell. What? Lilipon 100. Jetzt habe ich das schon wieder. Was? 1, 2, 3. So. Was ist da los? Was ist da los? Ich habe 130 mehr Hauptattribute und ich bin ein verdammter Kundschafter. Kannst du mal ausweichen? Das gibt's ja wohl nicht. Das ist so krass, welche Unterschiede es gibt. In der Folge gestern hatten die Kundis, und ich übertreibe nicht, wenn ich sage, eine reelle 80% Ausweichchance. Und heute einfach mal 10%. Was ist da los? Sind die Doping-Wirkungen irgendwie schon abgelaufen oder so? Krass! Lilipon! Für dich gibt's keine Frucht mehr. Gibt's sowieso nicht, denn du bist auf Level 100. Aber was? Nicht schön. Nicht schön. Und jetzt kurz auf WL vorbeischauen. Und natürlich noch die schwebenden Kristalle anklicken. Also, das bin ich auf Server 11. Ich heiße Schilling. Allerdings ist das kein L und das auch nicht, sondern das ist eine L. Wegen Welt 11. Ziemlich gefinkelt der Name, oder? Ich muss sagen, der gefällt mir. Den Namen finde ich genial. Für Welt 11 ist der ziemlich fein. Aber Rang 6000 von 8700. Und das am zweiten Tag. Ich kann mich nicht mehr zu 100% erinnern, aber W10 war da weitaus krasser. Da gab es fünfstellige Spieler nach dem ersten Tag auf jeden Fall. Aber es ist klar, einfach W10, der Server wurde so hart gepusht. Auch Jubiläum und so, News, Berichte, Neuigkeiten. Jeder hat sich gefreut darauf. W11 ist jetzt so, ja, W11 muss halt wieder ein neuer Server kommen irgendwie so, aber genau. Was tut sich da? Sammelalbum 43%, ja, das ist so normal nach dem zweiten Tag. Ein Kundschafter ist hier auf Rang 1 mit 13 Dungeon-Etagen 11 und sogar ein höheres Level. Vielleicht hat er schon mehr Quests gemacht, 43%, 30% jemand im Sammelalbum 13 und trotzdem so weit oben. Und was man wieder sieht, sehr viele Deutschlandflaggen, das ist irgendwie auffällig. Muss man sagen, bei den internationalen Welten, da gibt es sehr viele DEs. Genau, so sieht es hier aus in etwa. Aber aktuell kann ich noch keine Gilde sehen, die dominiert. Das war, glaube ich, auf W10 ein bisschen anders. Oder kommt das erst nach 2-3 Tagen? Und was man natürlich auch sehen kann, die Kundis. Wer das Spiel nicht kennt, die Kundschafter regieren beim Serverstart die Rangliste. Aus verschiedenen Gründen. Erstens natürlich auch, weil es mehr Kundis gibt und zweitens, weil die sich durch die Dungeons durchrocken können, wenn sie etwas Glück haben. Ein einziger Krieger in den Top 30.
Ein einziger. Das ist echt krass, weil die haben ein Schild, da muss man mehr blättern. Der Schild, wenn er im Laden ist als episches Item, dann kostet er zwar keine Pilze und so, aber Krieger sind beim Serverstart nie so beliebt, sind aber auch natürlich der Hammer. Man hat das erst neulich gesehen, wie Viper irgendwie den letzten Osteros-Dungeon weggeboxt hat. Dann bei den Gilden. Obwohl, das tut nicht zur Sache, wer sich hier zuerst erstellt hat oder so. Bam, badam, bam, bam, badam. Irgendwie German Elite oder so habe ich gesehen, kommt mir bekannt vor. German Force, sehr viele mit German im Namen, glaube ich. Polska-Team. Weed of Speed oder was war hier? Die griechischen Brüder. Festung hat... Hat das schon jemand? Ab Level 25, stimmt doch. Muss schon jemand haben. 7 Leute besitzen bereits die Festung und können sich jetzt natürlich schon ein bisschen was an Vorsprung rausholen. Pets ab Level 75, das wird auch interessant, wer zuerst Level 75 erreichen wird. Aber ansonsten genau, das ist W11. Wie zu erwarten, ein etwas gemütlicherer Server, von daher wahrscheinlich auch pilzsparender, wer zocken möchte. Heute ist jetzt ein Tag vergangen, das man kann selbst eine Woche danach noch sich anmelden und mitspielen. Genau, der hier bin ich. Schilling, Moment, ich will mal ganz kurz... Ich habe mich erst um 17 Uhr oder so angemeldet, das heißt, ich war beim Serverstart nicht dabei. Hey, da spielt jemand Level 14, Schilling bei Mundfein, aber kein Faker. Direkt mal die falsche Rasse gewählt und so, einfach nur den Namen gegönnt. Aus Prinzip Schilling genannt, bester Rang 4, jawohl Schilling, bester Spieler. Und hier noch gönnen, Spielertrend. Ein 12er, der wollte ich sein, hat es aber nicht geschafft, da fehlt ein kleines Detail so, aber das wird er, denke ich, selbst herausfinden. Und so würde ich nie schreiben. Erstens sind da 2 Leerzeichen drin und Kleinschreibung, so schreibe ich nicht. Ich würde großes S, suche eine Gilde, großes G, einen Punkt setzen, so würde ich schreiben. Man kann mich schon erkennen, aber trotzdem, danke, dass du Werbung für mich machst, finde ich sehr nett von dir. Na gut, das war's mit dem heutigen Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen und es geht einfach beim nächsten Mal weiter.